Liebe Brüder und Schwestern, Jesus spricht heute im Evangelium vom Ende der Zeiten, ja vom Ende der Geschichte der Welt. Am Ende wird der Herr mit Macht und Herrlichkeit erscheinen und alle Menschen werden ihn sehen, ihn erkennen. Die im Staub schlafen, ja, die Toten werden auferstehen zum Gericht, zur Verwerfung oder zur ewigen Herrlichkeit, zur Seligkeit, zur ewigen Freude. Eine Mahnung an uns, dass auch wir wachsam sind, ja, bereit für das Kommen des Herrn. Wir wissen nicht den Tag, wir kennen nicht die Stunde. Und Jesus sagt, ja, nicht einmal der Sohn weiß, wann diese Stunde kommt, nur der Vater. Ja, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Was wird da alles passieren? Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, diese kosmischen Ereignisse, diese Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Irgendwie erschreckend ist diese Vorstellung, ja, diese Worte. Was wird da über die Erde kommen, bevor der Herr kommt mit Macht und Herrlichkeit? Wie viel Not wird noch kommen? Auch heutzutage spüren die Menschen so sehr diese Not, diesen Unfrieden in der Welt, dass oft diese Rücksichtslosigkeit, diese Gottlosigkeit immer mehr zunimmt, ja die Verleugnung der Existenz Gottes überhaupt. Die Menschen kehren dem Christentum, ja der Kirche den Rücken. Viele haben den Glauben verloren, das Vertrauen, können nicht mehr glauben, dass diese Worte Gottes wahr sind. Und dennoch sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, auf dieses Wort Gottes dürfen wir bauen. Ihm, dem Herrn, dem Retter und Erlöser, dürfen wir vertrauen, was immer geschehen mag. Wenn wir auch nicht das Ende der Welt erleben können, wir wissen es nicht, wann es ist, aber dennoch müssen wir bereit sein, denn für jeden ist sozusagen das Ende dieser Welt gekommen, wenn er stirbt. Niemand kennt die Stunde des Todes, niemand weiß, wie lange er noch hier sein wird auf dieser Erde. Wir wissen nicht den Tag und nicht die Stunde, wann wir diese Welt verlassen und zu Gott hinübergehen in die Ewigkeit. Deswegen sagt der Herr auch uns heute, seid wachsam, seid bereit, bereit und glaubt an Gott. Werft alle Götzen aus euren Herzen hinaus, all das, was diesen Platz Gottes einnehmen möchte. Denn was bleibt in der Stunde des Todes, das müssen wir uns immer wieder fragen. Nicht das Geld, nicht der materielle Besitz, nicht das Ansehen, nicht die akademischen Grade zählen, nicht ja, dieser Ruhm der Welt zählt, die Bewunderung der Menschen, sondern zählt das, was der Mensch vor Gott ist. Er steht sozusagen ganz nackt und bloß da. Ja, was bleibt dann, wenn alles fehlt, wenn alles zerfällt? Letztlich bleibt nur das Gute, das wir getan haben, die Liebe, die wir einander erwiesen haben, die Barmherzigkeit. Denn Gott ist die Liebe, die Barmherzigkeit. Ja, und bildlich gesprochen fallen ja wirklich heutzutage schon irgendwie die Sterne vom Himmel. Die Sonne, das heißt, die auch ein Bild ist für Christus, verdunkelt sich. Viele haben diesen Glauben an Jesus verloren. Auch das ist eine Dimension, die uns
durch das Evangelium bewusst werden soll. Die Sonne verfinstert sich, die Sonne, die Christus ist, weil viele nicht mehr an ihn glauben, viele Jesus verloren, verlassen haben, ihn verleugnen, ja, den Götzen nachlaufen, dem trügerischen Glanz dieser Welt, den Ehren, die die Welt bietet. Ja, und der Mond, es ist ja auch ein Bild für die Gottesmutter Maria, der Mond, der sich verfinstert, nicht mehr scheint. Viele vertrauen auch nicht mehr der Fürsprache der Gottesmutter Maria, auch in der Kirche. Sie empfängt sozusagen dieses Licht von der Sonne, von Christus und strahlt auch für uns. Sie dürfen wir um ihre Fürsprache, um ihre Hilfe bitten. Aber viele rufen sie nicht mehr an. Sie möchte uns immer wieder hinführen zu Jesus. Sie lädt uns ja immer wieder ein zur Wachsamkeit, zum Gebet, zum Glauben, zum Vertrauen. Gott schickt sie immer wieder hinein in unsere Welt, zu uns. So oft erscheint die Mutter Gottes. Es gibt unzählige Erscheinungsorte hier in der Welt. Im 19. Jahrhundert, wenn wir an Paris denken, an die wundertätige Medaille, wenn wir an Lourdes denken, im 20. Jahrhundert, wenn wir an Fatima denken, da erscheint sie, die Mutter Gottes, als die mit der Sonne bekleidete Frau, die dieses Licht bringt, dieses Licht, das Jesus selber ist. Da ruft sie zum Gebet, zum Vertrauen, zum Glauben. Sie kommt als die Königin des Friedens, als die Königin der Liebe und auf viele und mit vielen anderen Titeln kommt sie zu uns. Ja, der Herr schickt sie, weil er diese Not in der Welt sieht und kennt, weil er diese Gefahr sieht, in der wir uns befinden, weil wir von so viel Lüge, von so viel Irrlehren umgeben sind, von so vielen falschen Propheten, von so viel Verführung, die uns wegziehen will von Jesus, vom Glauben und der Kirche. Ja, wie sehr werden heutzutage sozusagen die Sterne verdunkelt. Man versucht, ja, es ist letztlich der Teufel selber, der diese Sterne vom Himmel werfen will, sozusagen diese Sternkonstellation der christlichen Familie. Wie sehr ist heute die christliche Familie bedroht? Ehe für alle propagiert man, ja, die Ehe. Wie sehr wird sie in Frage gestellt, diese Ehe zwischen Mann und Frau? Das, was Gott geschenkt hat, ja, was er sozusagen an den Himmel gesetzt hat, dieses Sternbild, diese Sternenkonstellation. Ja, der Lügner von Anbeginn und seine Handlanger versuchen, diese Sterne hinunterzuwerfen, dass wir sie nicht mehr leuchten sehen am Himmel, dass wir diese Hoffnung verlieren, dass wir die Orientierung verlieren und in die Irre gehen. Ja, der Herr aber kommt uns zur Hilfe. Er ist dieses wahre Licht. Und wenn wir an diese ganze Gender-Ideologie, an diese Gender-Theorie denken, ja, wie sehr werden da diese leuchtenden Sterne Gottes, sein Werk, sein Geschenk verdunkelt, verleugnet. Aber dennoch, der Herr ist bei uns. Er strahlt für uns. Er ist das Licht unzerstörbarer Hoffnung. Ja, so vertrauen wir dem Herrn und der Fürsprache der Gottesmutter Maria. Sie ist uns immer nahe, sie hilft uns, dass wir dieses Licht Gottes in uns aufnehmen, dass wir es uns nicht durch die Sünde, ja durch ihre Leitung, durch falsche Worte, durch ihre Lehren entreißen lassen. Hören wir wieder neu hin auf das Wort Gottes. Vertrauen wir Jesus, er ist der Sieger, der König der Herrlichkeit. Ich denke an eine Person, ja, an ein Buch, das ich jetzt gerade noch lese. Es ist ein Zeugnis des Glaubens. Vielleicht haben Sie von diesem Mann schon gehört, es ist schon länger her. Es war im Jahr 1997. Und dieser Mann heißt Marino Restrepo. Er kommt aus Kolumbien, ist in Kolumbien geboren, dort aufgewachsen.
und hat der Kirche, dem Glauben den Rücken zugewandt. Er wollte einfach Karriere machen, berühmt werden, frei sein, ungebunden, kam zu den Drogen, hat Drogen genommen. Ich möchte das nur kurz jetzt beschreiben, sein Leben sozusagen in Kurzfassung. Er kam hinein in den Okkultismus, kam immer weiter weg von Jesus, vom Glauben, von der Kirche. Andererseits hat er Karriere gemacht, er kam sozusagen zum Durchbruch mit seinen Bestrebungen, wurde Schauspieler, berühmter Sänger, tourte auf der halben Welt herum. Aber dann kam ein Ereignis in sein Leben, mit dem er nicht gerechnet hatte. Es war im Jahr 1997, er war ungefähr 46 Jahre alt. Er war berühmt, hatte Geld, Reichtum, eigentlich alles, was sich sozusagen der Mensch erträumt, wurde dann bei einem Besuch in seiner Heimat Kolumbien von einer Bande entführt, in den Dschungel verschleppt und monatelang dort festgehalten. Dort kam er dann zur Besinnung. Er wurde in eine Grube geworfen, wo die Fledermäuse hausten, wo Ungeziefer war, wo es schrecklich stank. Dort dachte er, sein Leben ist zu Ende. Und eigentlich wollten ihn diese Banditen töten. Sie hatten Lösegeldforderungen, aber er sah, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gab, da herauszukommen. Und da hatte er eine unfassbare Erfahrung der Nähe Gottes. Eine mystische Erfahrung, eine Gottesbegegnung. Auf einmal sah er alles mit anderen Augen. Nicht mehr aus dem Blickwinkel des Menschen, des Irdischen, sondern des Himmlischen. Er sah sozusagen alles mit den Augen Gottes. Er sah sein eigenes Leben, seine Sünden, seine Irrwege, seine Verirrungen, ja die ganze Sinnlosigkeit seines bisherigen Lebens. Und er sah auch, wie groß diese Gnade, diese Liebe Gottes ist, diese göttliche Herrlichkeit. Auf einmal erkannte er, dass das, was die Kirche verkündet, wirklich wahr ist, dass es kein Märchen ist, keine schöne Geschichte, sondern dass diese Gebote Gottes wirklich Fundament unseres Lebens sind, ja die Garanten sozusagen unseres wahren Glücks, dieses wahren Friedens, den nur Gott allein schenken kann in seinem Sohn Jesus. Ja, und dort erfuhr er auch wirklich eine tiefgreifende Bekehrung. Er hat sein Leben völlig verändert. Er kam auf wunderbare Weise wieder dort heraus und sah dann wirklich alles sozusagen mit den Augen der Ewigkeit, aus dem Blickwinkel des Himmels. Er relativierte alle irdischen Dinge, nicht, dass sie völlig wertlos waren, sondern er erkannte die richtige Wertordnung. Und nun gibt er Zeugnis von seinem Erlebnis, von dieser Gotteserfahrung, vom Glauben, von seinem bisherigen Leben und ist ein großer Segen, denke ich, für viele Menschen geworden. Wenn Sie mehr von ihm erfahren möchten, es gibt auch auf YouTube Vorträge von ihm, ein Zeugnis. Da finden Sie sicher etwas von ihm, von Marino Restrepo. Eine Anregung, dass man darüber nachdenkt, was ist wirklich wertvoll in meinem Leben und was bleibt wirklich für die Ewigkeit? Und worauf baue ich mein Leben? Was sind die Ziele meines Lebens? Ja, möge der Herr Jesus wirklich das Fundament unseres Lebens sein. Amen.